Moin, hier ist wieder Klaus. Ja, wie ihr aus dem Video wisst von mir, wo ich die N-Loop-Akkus vorgestellt habe, bin ich ein großer Fan von diesen Akkus. Und zwar hat das den Grund, dass die eine sehr hohe Kapazität haben und dass sie auch im vollen Zustand gelagert werden können. Während normale Akkus, wie man sie aus dem Baumarkt kennt, zum Beispiel diese billigen Water hier oder was es da nicht alles gibt, wenn man sie auflädt und liegen lässt, sich sehr schnell entladen, haben diese Akkus hier nach einem, 2 oder 3 Jahren, je nachdem, wie lange man sie eben im geladenen Zustand liegen lässt, immer noch einen großen Teil ihrer Ladung. Das heißt, sie sind auch nach einem Jahr noch fast voll. Ich glaube, nach 3 Jahren haben sie noch 70% der Kapazität und das ist immer noch ordentlich genug, um damit ein Gerät eben betreiben zu können. Gelagert werden diese Eneloop-Akkus bei mir in den Dosen von der Firma Kraftmax. Da passen alle Akkutypen, die ich in Verwendung habe, rein. Nämlich die Doppel-A-Batterien oder Akkus, die werden hier hochkant reingelegt. Und die Dreifach-A-Akkus hier werden waagerecht in die Dosen gelegt. Soweit, so gut. Früher hatte ich eine Batterie oder Akkudose von der Firma Ansmann. Die hatte den damals Vorteil noch, muss man sagen, dass da drei Batterietypen reinpassen, nämlich die Dreifach-A, die Doppel-A und noch diese Fotozellen, CR123, glaube ich, heißen sie, ich weiß nicht genau. Diese Batterien hier fallen für mich im Moment eigentlich raus, weil ich habe kein Gerät, mit dem die betrieben werden. Ich habe nur im Auto eine einzige Taschenlampe für den Notfall. Da sind ein paar volle Batterien drin. Und ich habe hier zu Hause immer noch zwei in Reserve. Die werde ich aber jetzt auch mal in das Auto reinlegen, weil die brauche ich hier zu Hause, wie gesagt, eigentlich nicht. Und warum ich diese Dose früher hatte hier, war der Aufdruck mit voll und leer. Da wird eben empfohlen, volle Batterien mit dem Pluspol nach oben einzulegen und leere Batterien mit dem Minuspol nach unten, mit dem Pluspol nach unten. Das heißt, man sieht an der Ausrichtung schon, die Batterien hier in der Dose sind alle voll, weil bei allen der Pluspol nach oben zeigt. Der Nachteil bei dieser Dose war jedoch gewesen, dass der Verschluss hier dermaßen leichtgängig ist, dass er sich schon mal im Rucksack gelöst hat und aufgegangen ist und dann sind die ganzen Batterien einzeln im Rucksack gewesen. Und dann hat dieser Aufdruck hier mit Pluspol nach oben oder nach unten natürlich überhaupt keinen Sinn, weil ich dann überhaupt nicht mehr weiß, welche Batterien voll und welche leer waren. Aus dem Grund habe ich mich auch für diese Kraftmax-Dosen hier entschieden, weil da halten die Verschlüsse sehr fest. Die sind sogar eher schwer aufzukriegen, als dass sie zu leicht aufgehen. Also die lösen sich im Rucksack auf keinen Fall von selbst. Was natürlich hier jetzt ein bisschen fehlt, die Informationen auf der Dose, wie rum man die Batterien oder Akkus reinlegen müsste, um zu wissen, ob sie noch voll sind. Ich habe nämlich vor kurzem hier meine UV-Lampe fürs Geocachen, da wollte ich die Batterien wechseln und wusste jetzt aber gar nicht, welche von den Akkus jetzt hier voll sind oder leer. Ich habe die hier einfach wahllos mit dem Pol mal nach links, mal nach rechts gelegt. Und ja, diesbezüglich möchte ich jetzt gerne Abhilfe schaffen und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. So, und diesbezüglich habe ich mir nämlich am Computer eine Datei erstellt. Da habe ich ein bisschen im Grafikprogramm rumgespielt und habe mir diese PDF-Datei hier erstellt. Und dort habe ich mir solche Aufkleber erstellt. Da wird angezeigt, wenn in der Dose die Batterien mit dem Pluspol nach oben liegen, sind sie voll. Also das gilt für die AA-Batterien. Wenn sie mit dem Pluspol nach unten liegen, sind sie leer. Bei den AAA-Batterien ist es dann 90 Grad gedreht. Wenn der Pluspol nach links zeigt, dann sind sie voll. Und wenn der Pluspol nach rechts zeigt, sind sie leer. Und diese Aufkleber hier, diese kleinen, ja, Schildchen, sage ich mal, die habe ich so gedruckt, dass die genau auf die Akkudosen passen. Das heißt, ich werde mir jetzt dieses Papier hier einmal ausdrucken am Drucker und dann geht es gleich weiter, dann hole ich euch wieder dazu.
So, ich habe das jetzt einmal ausgeschnitten. Genau, von DIN A3 habe ich es auf DIN A4 ausgeschnitten. Ne, Quatsch, ich habe es natürlich erstmal jetzt ausgedruckt, wie ihr seht. Und was jetzt natürlich gemacht werden muss, dass wir das hier einmal ausschneiden. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach hier eins von diesen Aufklebern und schneide hier jetzt erstmal auf der Linie entlang das aus. So. Wie ihr seht, von der Größe, das ist genau richtig, nicht zu groß und nicht zu klein, weil wir müssen ja noch überlegen oder bedenken, dass wir das noch mit Tesafilm nachher festkleben müssen auf der Dose. Deswegen habe ich es extra ein bisschen kleiner gemacht, dass man das noch ein bisschen an den Seiten, wie gesagt, mit Tesa festkleben kann. So, jetzt müssen wir aber erstmal diesen ollen Aufkleber hier runterkriegen. Und ich kann euch sagen, das ist eine furchtbare Friemelei. Das ist nämlich keiner, den man leicht ablösen kann. Die wollen ja hier Werbung für ihre Firma machen, deswegen geht das ziemlich schwer ab. Aber ich zeige euch mal, wie ich das immer mache. So, erstmal kommt diese olle Folie hier ab. Dann nehme ich von dem Panzerklebeband ein Stück. Und das drücke ich dann hier richtig fest einmal drauf. Ziehe das einmal ab. So, und da seht ihr, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da ist schon jede Menge von dem Papierkram dran kleben geblieben. Und jetzt geht es drüben im Waschbecken weiter. So, jetzt geht's weiter. Bisschen Wasser ins Waschbecken lassen. Batterien aus der Dose nehmen. Oder Akkus, sonst war es das mit denen. Und jetzt einfach ein paar, ja, paar Minuten, so 5 Minuten würde ich sagen, drin schwimmen lassen, damit das Papier sich schön aufweicht von dem Aufkleber. So, wie ihr gesehen habt, ist die Zeit inzwischen um. Und jetzt kann man das hier einfach abrubbeln, das Papier. So, das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sieht hier, wo es spiegelt, dass der Kleber noch ab muss. Und das geht wie folgt. So, ich habe jetzt die Dose abgetrocknet und wie ihr seht und auch hört, da ist noch Klebstoff dran vom Aufkleber. Den machen wir jetzt ab. Und zwar geht das am besten mit Bioethanol. Ich habe das bei einer alten Ansmann-Dose mal entfernen wollen, den Klebstoff, und habe dafür Nagellackentferner genommen. Macht das bitte nicht, weil Nagellackentferner greift das Material zu sehr an. Das wird dadurch richtig stumpf. Also Bioethanol ist da schonender. Den kann ich euch auch generell nur empfehlen, auch für den Trangia-Brenner, weil der rückstandsfrei verbrennt. Im Spiritus, den nehmen ja auch viele für den Trangia-Kocher. Da sind unter anderem Fuselöle drin und sonstige Rückstände und Zusätze. Das habt ihr auch im Zweifelsfall alles im Essen mit drin. Deswegen kann ich euch wirklich nur den Bioethanol empfehlen. Den gibt es auch in größeren Rationen bei Amazon. Da kostet der gar nicht viel. So, ich habe den hier in meiner Trangia-Brennstoffflasche auch drin. Da nimmt man sich jetzt von der Frau einfach ein Wattepad. Huch. Macht da ein bisschen Ethanol drauf. Und dann kann man das hier
damit gut entfernen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist. Der Kleber ist jetzt hier komplett entfernt. Jetzt spüle ich es aber trotzdem nochmal mit Wasser ab, um auch den restlichen Ethanol da zu entfernen. Dann bin ich gleich wieder hier. So, ich habe die jetzt gerade noch im Wasser ein bisschen abgewaschen. Und ihr seht, da ist wirklich keinerlei Kleberrückstand mehr jetzt drauf. So, und was wir jetzt als letzten Schritt machen, ist hier das Schild draufkleben. Dafür nehme ich Tesafilm. Und ich ziehe das hier nicht ab mit dieser Abreißhilfe, sondern ich schneide das. Da werden nämlich die Kanten glatter und es geht nicht so leicht, löst sich nicht so leicht wieder ab. So, das mache ich mit 3 Streifen, das reicht. Wieso gerade 3? Ganz einfach. Mit 3 Streifen ist nämlich das ganze Schild hier bedeckt und da das ja nur Papier ist, wird das im Regen wahrscheinlich aufquellen und aufweichen, das Papier. Deswegen beklebe ich das hier komplett einmal, die Oberfläche, damit es auch beim bisschen Regen, wenn ich da im Regen eine Batterie wechseln muss, dass da nicht gleich das abgeht. So, links seht ihr einmal die alte Dose, rechts die Dose mit dem Aufkleber jetzt drauf. Jetzt weiß ich nämlich ganz genau, wenn ich hier Doppel-A-Batterien habe und die sind voll, kommen sie mit dem Pluspol nach oben, wie es ja hier abgebildet ist. Wenn sie leer sind, weiß ich in Zukunft, oder wenn sie mit dem Minuspol nach oben liegen, mit dem Pluspol nach unten, weiß ich, dass sie leer sind. Und genauso bei den Dreifach-A-Batterien, wenn sie mit dem Pluspol nach links liegen, sind sie voll. Und wenn sie mit dem Pluspol nach rechts liegen, sind sie leer. Ja, das heißt, ich werde jetzt alle meine Batterien, die ich ja im Haushalt habe, für den Outdoor-Bereich, die werde ich jetzt mal leer laufen lassen in den Geräten. Werde die dann alle aufladen und dann kommen die vollen hier alle richtig rum in die Dosen. Ich werde auch noch andere Dosen damit bestücken. Eine zweite habe ich hier eben schon mal vorbereitet. Von der weiß ich, dass die Batterien alle voll sind. Und so werde ich jetzt nach und nach die ganzen Dosen hier, werde ich diesen Akkuaufkleber abmachen, der sowieso nur Werbung ist. Dann habe ich hier nützlichen, hilfreichen Aufkleber drauf, der mir auch noch anzeigt, ob die Batterien leer oder voll sind. Ja, das soll es an der Stelle auch wieder gewesen sein. Ich werde euch dieses Dokument hier, die PDF-Datei, mit diesen Aufklebervorlagen, die werde ich euch... Wie mache ich denn das am besten? Genau, die werde ich in meinen Google Drive hochladen. Und dort könnt ihr euch die PDF-Datei runterladen. Dadurch, dass es ja im PDF-Format gespeichert ist, sind die Schilder hier genauso groß, dass sie eben hier gut auf die Dosen draufpassen. Und ja, wenn ihr euch die runterladen mögt, könnt ihr das wie gesagt gerne tun. Ich werde die Datei da einfach freischalten für euch. Und ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Video.